Die zweite Sozialcharakterorientierung, die hier zur Darstellung kommen soll, ist nach Fromm genannt die sogenannte Marketingorientierung. Sie hat auf weiten Strecken die autoritäre Orientierung ersetzt, was nicht heißt, dass es hier auch Kohabitationen und Mischungen mit der autoritären weiterhin gibt. Aber prinzipiell, wenn man es betrachtet als ein neues Beziehungsmuster in Wirtschaft, bei der Produktion, bei den Produktionstechniken, bei der Vermarktung, aber auch im gesellschaftlichen Bereich, im kulturellen Bereich, bis hinein ins Religiöse, spielt diese Marketingorientierung doch zunehmend eine große Rolle, beziehungsweise in unserer gegenwärtigen Zeit ist sie sicher die Grundstrebung oder das Beziehungsmuster, gesellschaftliche Beziehungsmuster, das die meiste Verbreitung momentan hat. Also was sind die wirtschaftlichen oder überhaupt die ökonomischen und sozialen Veränderungen, die da dazu geführt haben? Nun, ganz eindeutig denke ich, dass es mit der letzten industriellen Revolution, die zu einer ungeahnten Möglichkeit von Massenproduktion geführt hat, dass das die Hauptantriebsfeder war, dass es zu einer neuen Grundstrebung im wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, kulturellen Leben gekommen ist. Rationalisierung und Automatisierung der Produktion sind ein weiterer wichtiger Punkt, der eben ein Aspekt der industriellen Produktion ist. Die Beseitigung von Handelsschranken, das ist das ja, was heutzutage immer noch heftig diskutiert wird. Wie können wir uns Märkte erschließen? Wie können wir Hürden für die Erschließung neuer Märkte, wie können die reduziert werden und oder wie können wieder aufgebaute wieder beseitigt werden? Diese industrielle Massenproduktion führt zu einem erbitterten Verdrängungswettbewerb, vor allem unter globalisierten Verhältnissen. Das führte dazu, dass der Markt in Wirklichkeit neu konstruiert werden musste. Nicht mehr der Gebrauchswert, sondern der Tauschwert soll das Marktgeschehen bestimmen. Warenproduzierer und Warenanbieter müssen deshalb in eine Konkurrenz zueinander treten. Das heißt, es ist zu dem gekommen, was man Wettbewerbsmarkt nennt. Und es gibt Hüter des Wettbewerbs, damit nicht irgendwer sozusagen in einer bestimmten Sparte alle Anbieter aus dem Feld gedrängt sind. Also der Wettbewerb muss erhalten bleiben, weil er als der eigentliche Motor angesehen wird für das Marktgeschehen bei einer globalisierten Massenproduktion. Der Wettbewerb und die Frage, wer gewinnt, dominieren aber nicht nur die Wirtschaft, sondern auch der Sport, die Kultur, die Freizeitbeschäftigung. Überall geht es um das Thema Siegen und Gewinnen und ja nicht verlieren und Loser sein. Also das Konkurrieren, miteinander konkurrieren, ist uns sozusagen bei dieser Sozialcharakterorientierung tief ins Blut geschrieben. Menschen tun nichts lieber als konkurrieren und den Wettbewerb damit bedienen. Waren müssen aber, und das ist nun ein wichtiger Aspekt, um überhaupt dieses Marktgeschehen von heute zu verstehen, Waren müssen über ihren Gebrauchswert hinaus dann attraktiv gemacht werden. Sie müssen einen Mehrwert bekommen, der über das hinausgeht, wofür sie produziert sind, also über den Gebrauchswert hinausgeht. Man erreicht das dadurch, diesen Mehrwert, indem man ihnen Eigenschaften zuspricht, die ihren Tauschwert erhöhen, und zwar relativ unabhängig davon, ob der Artikel, das Produkt oder die Dienstleistung tatsächlich etwas mit diesem zugeschriebenen Eigenschaften zu tun hat. Also wenn, wie hier in dieser Anzeige als Beispiel, wenn BMW den Produkt als den Autos Zukunft
zuschreibt, dann ist es eben eine Mehrwert, bei der man sich angesichts der Klimakrise fragen muss, ob sie überhaupt ob es irgendeine vernünftige Begründung dafür gibt, dass das Auto mit Zukunft in Verbindung gebracht werden kann. Aber für die Leute wird suggeriert, dass man mit diesen Marken, mit der Marke von BMW, Autos für die Zukunft bekommen kann. Überhaupt müssen Waren auf allen Kanälen beworben werden. Die Werbung spielt eine ungeheure Rolle in den unterschiedlichsten Präsentationsformen von Werbung bis hin, dass Suchmaschinen entsprechend bearbeitet werden müssen oder dass man eben im Internet die Kataloge mit allen möglichen Angaben versehen muss und, und. Also es ist alles, was mit der Präsentation und der Werbung zu tun hat, ist etwas sehr Zentrales. Erfolgreiches Marketing spricht vor allem, ist dann erfolgreich, wenn es den wahren Qualitäten zuspricht, die eigentlich nur bei Menschen zu finden sind, aber nicht bei Produkten, Dingen, Sachen und Dienstleistungen. Also zum Beispiel wird den Waren Erlebnisfähigkeit zugesprochen oder Liebe zugesprochen. Es geht darum, mit den Waren zu suggerieren, mit dem Konsum von Waren, Produkten, Dienstleistungen zu suggerieren, die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse. Eben zum Beispiel menschliche Bedürfnisse nach Nähe, nach Vertrauen, nach Liebe und vor allem nach Sicherheit. Vom Marketing der Produkte zum Marketing des Menschen. Das ist der psychologisch gesehen vor allem der aufregende und wichtige Aspekt bei dieser Marketingorientierung, dass es eben nicht dabei geblieben ist, Produkte und Dienstleistungen mit einem Mehrwert zu versehen und den Tauschwert zum Entscheiden, damit den Tauschwert zu erhöhen und also am Markt erfolgreich sein zu können, sondern dass das Gleiche mit dem Menschen gemacht wird. Das heißt, dass der Mensch zu einer Ware, wie ein Produkt verstanden wird, für das es Kunden gibt. Und wo eben das Marketing eben auch auf alle menschlichen Dimensionen des Personalmarktes, aber überhaupt, ob das der Liebesmarkt ist oder was immer auch, überall wird die gleiche Logik verfolgt. Es kommt darauf an, den Menschen als Produkt zu sehen und ihm durch Soft Skills und andere Dinge einen Mehrwert zu verschaffen, der ihn attraktiv macht, sodass er auf dem Markt erfolgreich sein kann. Also auch beim Arbeits- und Personalmarkt zählt nicht mehr, was ein Mensch ist, sondern welchen Mehrwert, welche Kompetenzen, welche Leistungen, welche Eigenschaften und so weiter er zur Darstellung bringen kann. Es geht ja auch nicht darum, was er tatsächlich ist, sondern auf dem Markt zählt nur, wie jemand sich präsentieren kann, was für eine Verpackung jemand hat, wie die Performance da ist. Erich Fromm hat von dort her die Marketingorientierung folgendermaßen definiert. Die Charakterorientierung, die in der Erfahrung wurzelt, dass man selbst eine Ware ist und einen Tauschwert hat, nenne ich Marketingorientierung. Von dort her ist das, was entscheidend ist für das menschliche Fortkommen, für das gesellschaftliche Wohlsein und so weiter, ist dann die Verkaufsstrategie. Alles kommt darauf an, auf die Strategie, wie man sich als Mensch verkaufen kann, zur Darstellung bringen kann, auf dem Markt, vom Marketing. Entscheidend ist überall die Verkaufsstrategie, das heißt zum Beispiel bei einem Journalisten, wie anpassungsfähig und flexibel jemand ist, wie rollenfähig, wie konformistisch, wie ja, lernfähig, sagt man da. Oder um mit Sigmund Baumann zu sprechen, wie fluide,
jemand ist. Und dann eben der Journalist hier dargestellt als Chamäleon. Ja, das Chamäleon ändert sein Aussehen, seine Farbe jeweils nach der Umwelt. Und genau das ist es. Man muss gucken, was wollen die Leute hören, das muss ich schreiben. Was will der Auftraggeber hören, das muss ich schreiben. Nicht das, was ich schreiben will oder was mir auf der Seele brennt, sondern oder was die tatsächliche Information ist, sondern wie muss ich es verpacken, dass es beim anderen ankommt. Das heißt, ich orientiere mich am Markt und nicht an dem, wer ich bin und was die Information ist oder was der faktische Zusammenhang ist. Entscheidend ist die, wie gesagt, immer die Verkaufsstrategie, und das heißt dann eben vor allem, wie etwas zur Darstellung gebracht wird, wie etwas präsentiert wird. Entscheidend ist also die Form, ist das Design, ist in der Lehre eben nicht, sind nicht die Lehrinhalte, sondern die Didaktik. Es ist überall die Performance, die Präsentation oder auf anderer Ebene noch einmal die Imagepflege, wenn es um die Präsentation von Organisationen, Firmen geht, geht es eben darum, ein ganz bestimmtes Image, ein ganz bestimmtes Bild zu erzeugen, in denen die mit dieser Firma oder mit dieser Organisation etwas zu tun haben. Wie etwas kommuniziert wird, ist ganz entscheidend, und da ist inhaltlich dann noch einmal ganz entscheidend, dass nur die Vorzüge einer Ware oder einer Person kommuniziert werden dürfen. Ich habe hier als Beispiel mal eine Heiratsannonce eingefügt, die das auch ganz schön zur Darstellung bringt. Edith, 63 Jahre, fraulich, hübsch, auf Anhieb sympathisch. Leider bin ich schon verwitwet und habe niemanden mehr. Bin mobil mit eigenem Auto, eine zärtliche Frau, die mit viel Liebe kocht, backt und verwöhnt. Auch einem Umzug zu dir stünde nichts im Wege. Freue mich schon auf deinen Anruf über so und so. So muss man es machen. So muss man sich präsentieren. Dann ist man erfolgreich. Zu welchen Werten und zu welchen Überzeugungen man sich kennt, ist ein wichtiges Moment der Verkaufsstrategie geworden, weshalb alle Leute, alle Welt von der Ethik spricht und von den Werten, wobei es eben nicht darum geht, die Werte nun tatsächlich zu realisieren, aber die Werte zur Darstellung zu bringen. Die Werte sich aufs T-Shirt zu schreiben oder auf die Fahnen zu schreiben oder ins Logo der Firma und Organisation einzubringen. Das ist Marketingorientierung, wo es nicht darum geht, klare Strukturen zu schaffen, die mit denen man dann die faktische Realisierung der Werte kontrollieren und messen und überprüfen kann, sondern es geht nur darum, möglichst vollmundig Werte zu präsentieren. Zufriedenheit ist ein anderer wichtiger Aspekt der Verkaufsstrategie, wie gewinnend, wie erfolgreich, wie kundenorientiert man sich präsentiert. Und eben da ist die Kundenzufriedenheit etwas ganz Wichtiges dabei. Also es geht bei allen Dingen, in allen Bereichen geht es immer um die Verkaufsstrategie. Wie man sich rüberbringt, wie man erfolgreich sein kann, wie man sich zur Darstellung zu bringen hat. Von dort her ergibt sich eine, psychologisch gesehen, eine ganz bestimmte Psychodynamik, die jetzt ein bisschen beleuchtet werden soll. Man kann sagen, gerade wenn es um das Marketing der Person geht, der eigenen Person geht, dann geht es darum, dass der am Marketing orientierte Mensch seine ihm eigenen kognitiven und emotionalen Eigenkräfte, also sein So-Sein, dass er das verleugnet, dass er seine eigenen Wünsche, seine eigenen Bedürfnisse, seine Eigentümlichkeit, seine Individualität hintanstellt. Oder vielleicht nicht nur hintanstellt, sondern einfach völlig ausblendet. Er eignet sich die Dinge an, mit denen er auf dem Markt erfolgreich sein kann, völlig unabhängig davon, wer er ist. Das heißt auch, dass er eben das, was er selbst ist, sein So-Sein, nicht mehr realisiert und damit mit der Zeit auch nicht mehr zur Verfügung hat. Er eignet sich an, eben marktgängige
Persönlichkeitsattribute, Kompetenzen, Erfolgsrezepte. Damit versucht er, seine Produkte, Dienstleistungen und sich selbst eben besser verkaufen zu können. Was zählt, ist nicht das Sein, sondern die Performance, die Verpackung und das Outfit und nicht der Inhalt und die Sache. Bei der Marketingorientierung steht der Mensch seinen eigenen Kräften als einer ihm fremden Ware gegenüber. Er ist nicht mehr mit ihnen eins, vielmehr treten sie ihm gegenüber in einer Rolle auf. Denn es kommt nicht mehr auf seine Selbstverwirklichung durch ihren Gebrauch an, sondern auf seinen Erfolg bei ihrem Verkauf. Beides, die Kräfte und das, was sie hervorbringen, sind nichts Eigenes mehr, sondern etwas, das andere beurteilen und gebrauchen können. Also, das sind die entscheidenden Momente bei der Marketingorientierung. Fragen wir, was der Mensch tatsächlich davon spürt und merkt, also was ihm bewusst ist und was ihm nicht bewusst ist, dann kann man sagen, unbewusst nimmt der Marketingorientierte sich selbst eigentlich als fremd wahr, spürt eine innere Leere und Antriebslosigkeit, weil ja dieses eigene keine Rolle mehr oder nur noch eine sehr untergeordnete Rolle spielt, sodass dann eben er versucht, diese innere Leere durch die unterschiedlichen Formen des Konsumierens kompensieren zu können. Das heißt, die Dynamik, nicht das, was ich aus mir hervorbringen kann, das, was Frau mit der Sein-Orientierung am Sein gemeint hat, sondern das, was ich haben kann, was ich mir aneignen, in mich hineingehen kann, ist das Entscheidende. Dass diese Dynamik der Haben-Orientierung ist eben ganz besonders ausgeprägt bei dieser Marketing-Orientierung. Diese Form geht es vor allem um den Aspekt, dass der Mensch sich seiner eigenen kognitiven und emotionalen Möglichkeiten begibt, dass er die immer weniger praktiziert, und die haben die Eigenart, wenn sie nicht praktiziert werden, dann atrophieren sie, dann werden sie nicht mehr spürbar. Das heißt, der Mensch entfremdet sich seiner selbst und wird dann diese Selbstentfremdung aber soll ihm nicht bewusst werden. Das ist durchaus möglich, solange man eben tatsächlich die Medikation hat, die diese Gesellschaft dann auch anbietet. Das heißt, solange man auf Selbstoptimierung setzen kann, über Leistung und Erfolg streben, sich zu den Gewinnern zählen kann und vor allem, solange man sich Konsum leisten kann. Also solange dieses System funktioniert, wird das, was es mit dem Menschen psychisch anstellt, nämlich dass das Eigensein des Menschen ihm immer fremder wird und er immer mehr zu einem Menschen wird, der nur noch von angeeigneten Persönlichkeitsattributen herlebt und sich auch so erlebt, so lange muss er auf Konsum auch setzen. Das heißt, die Gegenstrategie zu diesem Konsummenschen wäre die eigenen kognitiven, emotionalen, sinnlichen, künstlerischen und kreativen Fähigkeiten wieder zu praktizieren. In Wirklichkeit existiert also eine weitgehende Abhängigkeit vom Urteil des Marktes und vom Echo. Ich glaube nicht, dass es wirklich eine Resonanz ist, wenn man das mal mit dem Resonanzbegriff von Hartmut Rosa in Verbindung bringen will, sondern es ist das pure Echo in Gestalt von Erfolg, Gewinn, Sieg, Smileys, Lob, Anerkennung, Wertschätzung, Konsumismus. Also so wie schon vor Jahrzehnten in der Werbung, es war, man gönnt sich ja sonst nichts. Aber dieses Geilen, dieses Buhlen um Echo, um Wertschätzung, um Anerkennung. Nun gibt es gewisse Gemeinsamkeiten zwischen der autoritären und der Marketingorientierung. Gemeinsam in psychodynamischer Sicht. Gemeinsam ist, dass das eigene und die eigenen Kräfte nicht zum Einsatz kommen, weshalb sie nicht produktive Charakterorientierungen sind. Und dass man sich von einem Gegenüber abhängig macht. Das ist formal gesehen gemeinsam.
Die Marketingorientierung unterscheidet sich aber ganz entscheidend darin, dass das Gegenüber eben keine Person oder personenbezogene Institution ist, sondern ein sich ändernder anonymer Markt. Und dass deshalb auch keine emotionalen Bindungen gefragt sind, sondern eine konformistische, flexible Anpassungsfähigkeit an das, was auf dem Markt gefragt ist. Und wenn jemand anpassungsfähig ist, wenn jemand hochflexibel ist, darf er um Himmels Willen keine emotionalen Bindungen aufbauen. Von dort her ist der marketingorientierte Mensch auch immer hinsichtlich seiner Gefühle der coole Typ, der rein rationale Typ, der alles nur keine Gefühle, eigenen Gefühle spüren darf und zeigen darf. Nun, dass der am Marketing orientierte an einer zunehmenden Selbstentfremdung leidet, die außen orientiert und am anderen orientiert ist, das ist eine Kennzeichnung, die von David Riesman kommt, und man sich ohne Erfolgsmeldung und ohne ein Echo vom anderen nicht mehr selbst spüren kann, nicht mehr aktiv und spontan selbst erleben kann, nichts mehr mit sich selbst anfangen kann. Das will ich noch illustrieren, mit einem kleinen Fallbeispiel von einem Patienten, den ich in den 90er Jahren hatte und der diese Marketingorientierung in einer klinischen, Form, sehr eindrucksvoll geschildert hat. Wie sehr Uwe, so will ich ihn hier nennen, er hat übrigens sich einverstanden erklärt, dass ich seine Äußerungen hier öffentlich machen darf. Er bleibt ja selbst da völlig anonym. Wie weit Uwe sich selbst fremd erlebte, kommt in Äußerungen zum Ausdruck, die ich mir in den allerersten Stunden notiert hatte. Er sagte von sich, das sind alles wörtliche Zitate, ich kann gar nicht anders, als sofort mit den Gefühlen meiner Umwelt mitzuschwingen. Die Umwelt färbt auf mich ab. Ich muss immer nach rechts und nach links schauen und die Erwartungen abdecken. Ich verflüchtige mich in den Charakter des anderen und höre und fühle wie der andere, bin ihm aber auch ausgeliefert. Ich muss unbedingt meine Hülle aufrechterhalten, denn sie ist das Einzige, was ich habe. Niemand darf wissen, wie es tatsächlich in mir aussieht. Darum darf auch niemand wissen, dass ich eine Psychoanalyse mache. Ich bin wie ein Schwamm, der alles aufsaugt. Ich schlüpfe sofort in den Charakter des anderen hinein. Uwe drückt also das Fehlen eines authentischen Selbsterlebens etwa in folgenden Worten aus: Ich muss mir meinen fehlenden Charakter ersetzen mit Kampfsport, Segeln, Surfen. Das sind alles Dinge, die ich mir angeeignet habe und die ich mir auf mein Habenkonto gut schreiben kann. Das heißt, seine Beziehung zur Umwelt hat dennoch eine sehr, dennoch keine symbiotische Qualität. Sobald es zu wirklicher Nähe kommt, tritt Angst vor dem echten Berührtwerden auf und sucht er, wie es für die Marketingorientierten auch typisch ist, sucht er Distanz. Maximal 4 bis 5 Stunden schaffe ich es, mit Bekannten zusammen zu sein, dann bleiben die Emotionen auf der Strecke. Ich bin dann so erschöpft, dass ich allein sein muss. Was hier mit diesem kleinen Fallbeispiel aus einer Therapie deutlich gemacht werden kann, ist durchaus symptomatisch und repräsentativ für das, was in vielen Menschen eigentlich vor sich geht. Aber diese vielen Menschen empfinden dieses, sie leiden nicht an dem, weil sie permanent mit den Möglichkeiten, die ihnen die Gesellschaft bietet, zu konsumieren, erfolgreich zu sein, zu den Gewinnern zu gehören, weil sie eben das Bewusstwerden
dieser inneren Leere, dieser inneren Gefühllosigkeit und Distanziertheit, weil sie das immer permanent kompensieren können. Uwe war eben jemand, der aus anderen Gründen, er hatte große Probleme, vor allem mit seinem Vater, der aus anderen Gründen die Therapie gesucht hat. Aber er hat eben aus diesen anderen Gründen diese Kompensationsleistung nicht erbringen können. Und von dort her ist er ein sehr eindrucksvolles Beispiel, wie was ein Mensch, der stark marketingorientiert ist, was er unbewusst, in der Regel unbewusst tatsächlich fühlt und erleidet. Aber der Durchschnittsmensch eben die Möglichkeiten hat, das alles nicht bewusst werden zu lassen und sich mit den Angeboten der Gesellschaft zu kompensieren und zu befriedigen. Der Marketingorientierte braucht immer andere und muss teamfähig sein. Er braucht aber andere, um eine bestätigende Rückmeldung zu bekommen. Der andere hat immer diesen Zweck, dass er eben ein Echo geben soll, und das trifft für alle Beziehungsformen im Umgang mit anderen zu. Der Umgang mit anderen ist deshalb immer auch ein Stück berechnend. Nämlich, es geht immer darum, dass man über und mit dem anderen erfolgreich sein kann. Man fragt sich also, was bringt die Beziehung, oder rechnet sich das wirklich? Was tragen der andere, was tragen die Kinder, was trägt die Freundschaft zum eigenen Erfolg bei? Was im Umgang mit Marketingorientierten sehr angenehm ist, ist, dass Marketingorientierte immer werbend sind und tolerant sind. Vor allem dürfen sie nur Positives zeigen, beziehungsweise nur Positives darf kommuniziert werden und Gewinnbringendes gezeigt werden, während alles Schwierige, Kritische, Unangenehme versteckt wird dabei. Es geht immer darum, ein anerkennendes und ein wertschätzendes Echo zu bekommen. Nicht geduldet werden Menschen, die intolerant sind oder die eine Intoleranz zeigen und die eben sich sehr abgrenzen wollen und auf diese Weise eben ihre Intoleranz auch zum Ausdruck bringen gegenüber allen, die nicht so sind wie sie selbst. Gleichzeitig aber ist der Umgang mit anderen eben nicht nur werbend und tolerierend, sondern eben auch rivalisierend und konkurrierend. Es geht darum, wer zu den Gewinnern und wer zu den Verlierern zählt. Deswegen ist das gesamte Leben, ist immer bestimmt von der Logik des Gewinnens und Verlierens, von den Rankings, vom Wettbewerb im Sport, in der Unterhaltung. Die Menschen verbringen Stunden damit, Quizsendungen anzusehen oder wer gewinnt die Million oder was immer auch. Sendungen, Unterhaltungssendungen, in denen die Frage des Gewinnens und Verlierens der Hauptpunkt ist. Wie Marketingorientierte mit sich selbst umgehen. Marketingorientierte sind sehr leistungsorientiert, sehr ehrgeizig, und sie können sich eben konkurrierend dem Wettbewerb stellen, indem sie das zu geben und aus sich zu machen imstande sind, was die Situation verlangt. Das hat mit der Flexibilität noch einmal zu tun. Aber prinzipiell sind das sehr leistungsorientierte und konkurrierende, ehrgeizige Menschen. Gleichzeitig müssen sie in einem hohen Maße flexibel sein, weil nur in der Anpassungsfähigkeit an die jeweilige Situation, an das, was der Markt in Anführungsstrich gerade verlangt, nur darin kann man dann auch tatsächlich erfolgreich sein. Sie sind kreativ und sie gehen mit der Wirklichkeit, mit sich selbst, mit anderen, gehen sie spielerisch um und üben sich permanent darin, in eine ihnen mehr oder weniger fremde Rolle zu schlüpfen, mit der sie dann erfolgreicher sind als mit ihrem eigenen So-Sein. Die Maxime des am Marketingorientierten ist immer, was ihr wollt und nicht, was ich will. Diese Fähigkeit,
sich an dem, was erfolgversprechend ist, an dem zu orientieren, ist ein wesentliches Charakteristikum, ein wesentlicher Charakterzug des am Marketing Orientierten. Der Marketingorientierte ist fähig, sein Identitätserleben deshalb je neu zu konstruieren nach den Erfordernissen des Marktes oder nach der Erfordernis der Situation. Und deswegen kann man auch bei Marketingorientierten von jemandem sprechen, der eine Art multiple Selbst entwickelt. Heute so, morgen so, heute Abend nochmal anders. Je nach der Situation, anpassungsfähig eben auch in seinem Selbsterleben gibt es nichts, was sich gleichförmig durchhält, sondern es ist eben, ja, manche sagen, es ist der Inbegriff des Charakterlosen, wenn man mit Charakter eben meint, dieses Identitätserleben, das sich durchhält. Marketingorientierte tun sich schwer, eigene Gefühle zu spüren. Das ist etwas, sie sind oft sehr coole, sehr rationale Menschen, was nicht heißt, dass sie nicht sehr mit Gefühlen umgehen. Aber die Gefühle sind nicht ihre eigenen Gefühle, sondern es sind die Gefühle, die von der Animationsindustrie erzeugt werden und die man dann mitfühlen kann. Dass der Mangel an Selbstsein zeigt sich in erster Linie tatsächlich darin, dass solche Menschen sich ganz schwer tun, noch was Eigenes zu fühlen. Ein eigenes Gefühl von Freude, von Traurigkeit und so weiter zu spüren. Nicht umsonst wird jede Mail beendet mit, ich freue mich auf dieses und jenes. Das, was da permanent als Floskel zum Ausdruck kommt, ist eben das, was die Menschen nicht selber mehr spüren können und was sie sich erhoffen von außen und deswegen ihre Mail auf diese Weise beschließen. Marketingorientierte tun sich sehr schwer, Schwächen zeigen zu können, weil ja nun jedes Zeigen von Schwäche ein Ausdruck wäre, ein Verlierer zu sein, ein Loser zu sein oder vielleicht ein Weichei, als Weichei zu gelten. Auch das, darin zeigt sich dieser Mangel an Selbstsein. Der angesprochen immer wieder, aber hier noch einmal vielleicht verdeutlicht, der Mangel an Selbstsein zeigt sich vor allem darin, dass man immer etwas Anregendes von außen braucht, was man dann konsumieren kann, was man haben und gebrauchen kann, was in einen hineingeht, was man nutzen kann, was einen aktiviert oder was, wie man heute gerne sagt, was einen inspiriert. Alles muss einen ja inspirieren, was einen anerkennt und bestätigt, womit er sich verbunden oder sie sich verbunden fühlen kann oder wodurch er oder sie sich Wert erleben kann. Dieses Brauchen von Anregung, Animation, Belebung ist etwas, was bereits den Marketingorientierten ganz stark auszeichnet. Wie könnte man gegen einen solchen Mangel an Selbstsein, wie könnte man hier gegensteuern? Wenn es also darum geht, man lebt in einer am Marketing orientierten Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Familie. Wie kann man innerhalb eines solchen Gefüges diesen Mangel an Selbstsein gegensteuern? Der Hauptpunkt im Sinne Fromms ist sicher, dass man einem solchen Mangel mit identitätsbildenden psychischen Eigenkräften des Menschen gegensteuern kann. Das ist das, was wir im Laufe der ersten Lebensjahre in einem solchen Übermaß entwickelt haben, uns selbst etwas tun zu können, selbst zu gehen, selbst zu stehen, selbst Dinge wahrzunehmen, sich selbst zu erleben auf kognitiver und emotionaler Ebene. Also diese Eigenkräfte, die in der Tat wiederzubeleben, damit der Mensch sich selbst aktiv und kreativ erleben kann. Das heißt, konkret geht es darum, Mut zum eigenen Fühlen zu haben, Mut zum eigenen Denken zu haben und Mut zu einem selbstbestimmten Handeln zu haben.